Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Poke MMO Fly Dave LP und mit einem gewissen Herrn Edit LP. Ja, so, hi. Ich jetzt bin auch noch wird da. Jetzt wird erstmal gegen den vierten Arena Orden gekämpft und ja. Hoffe, wir werden es bestehen, denn die Pflanzen und da nicht. Deswegen habe ich offline mal, okay, halbwegs offline, mal mein Pokémon geheilt. Dann habe ich Potions gekauft und was ich eigentlich nie benutzen wollte, aber ich mich doch umstimmen lassen habe, wegen Added LP, also könnt ihr euch bedanken. Ich habe gar nichts getan. Oh Mann, das ist eine Lüge. Ich verliere. Ist doch klar, du bist schlecht. Du hast einen Vulnona gegen Rihorn getauscht. Ja, okay, das sagt alles. Das sagt aber schon alles aus. Mein Vulcano schlägt sich eigentlich gut gegen ein Satene Level 29 und mein Vulcano ist Level 19. Ich überlege gerade, in welcher Etage war denn Giovanni? Ne, das ist die falsche Etage, verdammt. Und das ist so dumm. Das hat ja immer nur Giftpuder sozusagen. Ja, ist doch gut. Also ja. Für dich. Warte mal, war es hier? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ein Powder. Ja, schon hier bitter. Ist das dann alles klar. Nee, ist es wirklich hier? Hä, wie kriegen die blöde Tür auf? Hallo. Ja. Fainted! Alter. Mein Vulcano ist Level 20. Wie mache ich denn die blöde Tür auf? Verdammt. Welche Etage bin ich hier überhaupt? Ich habe hier gar keinen Überblick. Go Tangela. Und wir mit Loot. Ingrain. Okay, ich muss also wirklich Etage 1, alles klar. Das ist voll blöd gemacht hier. Die hätten ruhig mal hinschreiben können, welche Etage man ist. So, ich komm her, ich mach dir jetzt Feuer unter den Arsch. Nach 2 Minuten der erste Kampf, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich schon kampfbereit war. Unglaublich. Und down. Ey, mein Kann Level 19 macht gerade, okay, excuse me, Level 20 macht gerade 2 Pokémon von der Feuerarena down. Aha, mein Smetbull Level 30 macht gerade einen Slimer Level 22 platt. Ein Slimer benutzt Härtner. Ich bin beeindruckt. Applaus, Applaus. Ja, Sleep Powder. Na, das ist scheiße. Warum? Warum ist das schon wieder scheiße? Hey, es kann auch Nutella essen. Ja, wenn du sagst, es ist scheiße, ohne es zu kennen, hallo? Wie soll sich das Pokémon fühlen? Ja, Entschuldigung, das Pokémon hat auch Gefühle. Wenn wir jetzt halt nicht gegen Wille Blume es schaffen, es zu besiegen, dann was ja auch nicht weiter. Ich auch nicht. So, jetzt haben wir... Oh yeah, back. Hä? Wo ist Giovanni? Mann, ich bin Giovanni nicht mehr. Was? Ich bin Giovanni nicht mehr. Welche Etage war denn der Arsch? Ich komme hier gerade total durcheinander. Was ist denn los? Das frage ich mich hier auch. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Hier sind ein Haufen Leute. Jetzt muss ich hier gegen die beiden Trainer kämpfen und dann komme ich zu Giovanni. Arne. Hey Arne, ich bin gleich bei Giovanni. Hey, da ist eine Blondine gerade im Fernsehen. Die hat gerade ihren Kopf in einem Milchbehältnis gedrückt. Bei mir ist, glaube ich, gerade ein Problem. Und zwar, bei mir hat sich der Kampf aufgehangen. Das ist ja cool. Moment, ich muss da noch mal kurz rein und raus. Ja, mach ruhig. Meine Aufnahme läuft. Ich bin mitten im Kampf. Hallo, ich kann jetzt nicht einfach ausmachen. Die Leute wollen hier was sehen bei mir. Angel Flight Dave is now offline. Es ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht, wo ich dann ende. Entweder habe ich gewonnen oder verloren. Du hast verloren, Baby. Dein Beruf ist wie Facebook, denn du gehst online. Und man sieht dich im Fernsehen. Ja, gehst online. Gehst online. Ja, darauf stehst du wohl. Oh ja, total. Ich guck mir keine Werbung lieber an als Gaze Online. So, jetzt bin ich wohl wieder beim Pokémon Center, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt es einfach nicht.
Arbok benutzen Biss. Au. Arbok use Poison Sting. Smetpo ist paralysiert, es kann nicht weg. Da bin aber ich diesmal nicht schuld, Freunde. Nein, natürlich nicht. Was allem, hallo, jetzt geht doch. Ich wollte gerade sagen, mein Smetpo trifft hier nicht mehr mit Konfusion. Nur weil das blöde Arbok die ganze Zeit immer seinen scheiß Giftstachel einsetzt und ich paralysiert bin. Zählt es jetzt, dass ich verloren habe, oder? Weil ja. Ich, weil man so... Ja, ja, du hast verloren. Du bist ein Loser, Dave. Du hast verloren. Mal wieder. My name is Erika. Nix Anna, oder was du gesagt hast. Ich nenne sie aber lieber Anna Anal. Ja, weil du es gerne treibst mit ihr. Anal. Ja, das stimmt. Kostatine ist diesmal weiterhin zu blöd. Boah, das krieg ich da. Was ein Item to be. Bei Pokémon XP, soweit Pokémon. Bislang ist er gerade. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Gif. Smetbo. Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe, aber ich hoffe, es war richtig. Moment, ich habe hier noch was gemacht. Da, ich wollte noch was machen. Wo haben wir das jetzt? Nee, nicht so da. Nee. Nö. Hä? Wo ist denn das ganze Kram? Ich finde meinen ganzen Kram nicht, verdammt. Da, hier haben wir doch Ether. Da ist Peril. Paranormal Activity. So, nächsten Boss. Trainer. Beziehungsweise Vize-Boss Trainer. Wie viele Pokémon hat es hier? 4, glaube ich. Oder 3. Ich weiß es nicht. 3, 2 oder 1. Letzte Chance. Zandan. So. Sleepoder. Zandan schläft ein. Zandan schläft. Ich schlief fies und fest. Fies und fest vor allem. Oh Gott. Zandan schlief fies und fest. So, komm, Konfusion. Jetzt ist es down, 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 und das ist sie. Okay. So, jetzt hast du deinen Gesang mit im Let's Play. Weißt du was? Ich arbeite das mit Kommentator mit dir. Ihr habt die Pokémon gesehen, die wohl in der Arena sind und jetzt hat. Mach ich jetzt erstmal hier. Blub, weg! Was ist los? Ja. Hast du verloren? Nö, aber jetzt setzt ihr auf einmal so scheiß Attacken ein. Ihr habt ja die Pokémon gesehen, das hol ich offline. Und das holst du dir offline? Ich. Und was machst du jetzt in der Zeit? Kämpfen versuchen. Verloren? Gegen? Also jetzt hat. Dieses, Vulcano down, ne? Und, Tauboga. Die beiden. Du hättest wohl nur noch nicht weggeben dürfen, ja? Ja, ich werde jetzt halt nicht mit einem getauschten Pokémon Hyper, also so richtig loslegen und das nur einsetzen, weil das finde ich auch irgendwie von der Story her ein bisschen lame. Ja, ich würde mein Magneton auch niemals einsetzen gegen einen Gegner. Dafür ist es eigentlich gemacht, ne? Ja. Und jetzt gegen Giovanni, Boss Giovanni, Wood Light Battle. Ja, du kannst doch auch Team Rocket besiegen, um die Silt Scope zu holen. Aber ich bin vergiftet. Rock Blast, was ist denn das nochmal? Keine Ahnung. Irgendwann, ich weiß nur eins, Onix Level 25, der Zertner ein. Richtig klug. Das ist tot. Scheißteil. Ja, stimmt. Onix ist jetzt tot, das Scheißteil. Nein, ich meine bei mir. Wie findest du eigentlich... Oh, weißt du, was ich als nächsten Gegner bekomme? Hä? Ein Rihorn. Okay. So, machen wir das mal fertig. Erstmal mit Schlafpuder einschläfern. So, Rihorn schläft fest und tief. Und jetzt Kontusion. Wir haben nur 2 Hit-Times. Fuck yeah. Fuck yeah. Das hast du doch gesagt, oder? Und so, down. Rihorn ist tot. Warum gehst du immer down, wenn meine Gegner down gehen? Oh, ein Kangama, stimmt, das hat. Oh, Level 29. Oh. So. Kangama Level 29, das ist hart. Kangama, wie findest du eigentlich Kangama? Das Normaltyp eigentlich auch sehr stark. Ja, und vor allem cool.
Naja, okay, von außen her ist es auch cool. Was ich auch cool finde, ist das Kind. Also das Baby. Ja, bei dem Sprite hier sieht es auch wirklich sehr süß aus, das Kind. But it miss it. Butterfree, that's on us. Come back. Go, Charizard. Das ist so doof. Mein Glurak heißt Glutexo. Flammenwurf. Ich glaube, das will niemand mehr. Nein, das will jetzt niemand mehr. Mann, so, jetzt hab ich noch. Dicta! Ich zeig dir meinen Dicta, machst du große Augen. Naja. Da machst du wirklich große Augen. Bei dir ist wohl eine Ausnahme. Ja. So, Kangama besiegt. Giovanni besiegt. Leck mich am Arsch! Ich bin viel schneller als du. I see that you raise Pokémon with utmost care. A shield like you would never understand what I hope to achieve. I shall step aside this time. I hope we meet again. Yeah! Ich hab die Silphscope. Schiller gegen Duflor. Ich könnte dir ja mein Glurak tauschen. Aber das geht ja nicht. Doch, geht glaube ich. Glurak müsste jetzt wieder gehen. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin in der falschen Etage. Oh, ich drehe hier durch. Ich komme hier nicht raus. Ich hasse diesen Ort. Angel Fly Dave ist noch offline. Was ist los bei dir? Internetverbindung spackt, war ein Scherz. Nein, ich hab nochmal resettet, weil ich nicht verlieren will. Ich hab's nicht anerkannt. Süß. Ich hab noch einen Vulpix, willst du das haben? Nein, ich hab meinen Vulkan und der reicht. Ja, merkt man. Hör auf. Hör auf, in meine Wunde reinzustochern. Ah, hey, da bist du ja. Geh weg. Ich geh ja schon. Bin grad hier. Weißt du eigentlich, ob es hier den Münzkorb gibt? Ja. Ich weiß auch wo. Ja, ich weiß nicht, ob der hier intabliert wurde. Ich denke mal schon. Ja, weil sonst kriegst du ja einen Dratini eigentlich sehr leicht. Der gibt mir schon mal keinen. Jetzt suche ich hier wirklich den Münzkorb. Wenn ich den Münzkorb finde, dann würde ich auf jeden Fall offline zocken, um mir einen Dratini zu holen. Ciao. So, hast du es gehört? Ja, dein Liebhaber ist weg. Der winkt immer noch, der Arsch. Wieso winkt der? Der soll sich verpissen. Okay, also den Münzkorb gibt es nicht. Ich habe die Person gefunden, die ihn eigentlich hat, aber die rückt den nicht raus. Skriptfehler, genau, da steht schon die ganze Zeit Script Missing. Heißt, es gibt hier keinen Münzkorb. Ergo heißt, man kann auch nicht an den Slot-Maschinen rumspielen und sich auch nicht die tollen Sachen kaufen. Schade eigentlich, ich habe gedacht, dass ich so mir einen Dratini holen kann. Ja, warte mal, wie kann man denn noch einen Dratini holen? Safari-Zone. Genau, angeln musste man das, ja? Ja. Also Superangel oder welche war das? Ich glaube, das war die Superangel, ja. Zack, zack, zack. Okay, danke schön. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich hasse Pokécenter. Ja, aber müssen muss mal hin, wa? Man muss leider manchmal hin. Und wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Oh, ich habe 22.776. So, ich bin jetzt gerade wieder im Lavandia Tower. Nur damit du Bescheid weißt, wo ich bin. Falls du mich versuchen solltest. Na klar, man muss sich ja Sorgen machen. Ja, eben, finde ich auch. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal den Superschutz eingesetzt, damit ich hier schneller hochkomme. Ah, verdammt! Falsch lang gegangen. Schritte verschwendet. Weil ich habe immer keinen Bock, die ganze Zeit immer gegen kleine Nebulax zu kämpfen. Ich müsste eigentlich auch mal meinen Nebulax trainieren, damit es endlich mal ein Apollo wird. Apollo 13, bist du geschnappt über?
Kennst du das noch? Ja, weil kennst du, kennst schön. Du. Bist du schlau, bist du alt, der kennt. Nee, das war der nächste Film dann erst. Aber genau. Vom selben Macher, ja, ja. Michael Budi Herbig, ja. Ach, so. Jetzt dürfte ich gleich da sein, bei der Mutterseele. Werde ich mir versuchen, das Pokémon zu fangen? Was denn das? Mal gucken, ob es ein Dragosso oder Knogger ist, aber eigentlich ist es sinnlos, weil man sich einen Dragosso auch woanders fangen kann. So, was ist es? Es ist ein Knogger! Level 30, Kann man nicht fangen. Ich bin der Meinung, man kann es fangen. Ich werde es mal probieren. Ja. Wenn ich es mir fangen kann, wäre es echt geil, einen Knogger Level 30 gleich im Team zu haben. So, ich nutze jetzt einfach mal Konfusion. Ja, zieht ihn nicht sehr viel ab, das ist schon mal gut. Heißt, ich kann mit Smetboda ganz langsam runtergehen. Headbutt! Boom! Oh, das zieht aber viel ab. Oh, so ein Knogger wäre schon geil im Team. Kannst du sagen, was du willst? Du hast Träume. Ja, oder? Flugattacken waren schlecht gegen Gestein und Bodentyp, oder? Ja. Nicht für Boden. Oh, sehr schön. Ich habe mir jetzt wirklich so gut geschwächt, wie es nur geht. So, Fight, Sleep Powder. Er schläft. So. Und jetzt werde ich auch gleich mal meine Geheimwaffe benutzen. Back. Great Ball. Bloop. The Trainer blocked the ball? Der Trainer... Der Trainer hat den Ball blockiert? Was? Was für ein Schwachsinn. Ein wildes Pokémon, weißt du, der Trainer blockiert den Ball. Ja, okay, dann haben wir es besiegt. The Mother Spirit was calmed. It departed to the afterlife. Alles klar. Oh, jetzt sind ja hier noch die ganzen Rocket-Typen. Ja komm, die will ich noch machen. Wird das halt nur eine längere Folge. Musst du jetzt mit durch. Okay, Schnuckel. Hä? Da musst du jetzt mit durch, dass es mal eine längere Folge wird. Ja. Ja, alles klar. Super effektiv. Hey, weißt du was? Mein Smetbus ist Level 33. Ich müsste mal wieder meine anderen Pokémon trainieren. Nur die sind alle nicht so cool wie Smetbo. Was machst denn du jetzt so? Ich irr gerade rum und versuche zu trainieren. Süß. Scheiß Raucher. Selber scheiß Raucher. So, die Stelle musste leider zensiert werden. Er hat nämlich gesagt, er raucht liebend gern. Echt jetzt? Nein, also ich habe das jetzt mal so als Zensur aufgenommen. So, Trainer Nummer 1 ist besiegt. So, hat du... Ja, gerade wurde gesagt, dass ich rauche nicht, hattest du hier gerade einen ganz kleinen Soundspack. Das war voll lustig. Scheiße. Das war lustig. Jetzt denkt jeder, dass du doch raus. Hey, das ist nicht so. Ich spreche nicht mal Anwalt. Ja, mach, was du denkst. Mach da, was du denkst. Es ist nicht so, wie du denkst. Wenn du denkst. Dass ich denk, dass, was du denkst. Denk, weißt du? Ja, denn die Gedanken sind ein endloses Denken, also denke nicht daran, gedacht zu haben. Aber wenn du denkst, dass du dumm bist, weil du wirklich dumm bist, was hast du dann gedacht? Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt ihr hier schon wieder mit dem scheiß Traumato. Glurak, du bist dran! Ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren schreiben, was derzeit so eure Lieblings-Pokémon sind in unseren Teams. Warum? Warum nicht? Wäre doch mal interessant. Mich würde das wirklich mal interessieren. Schön. Ja, ich finde das halt schön. Ja. Ja. Okay. Please, no more. Okay. Lass so, es. Noch ein Trainer, dann habe ich die Pokeflöte. Ja, ist okay. Ich bin dir doch ein bisschen voraus jetzt, ja? I have a blind date. What?
Ich bin hier ein bisschen voraus, kann das sein? Naja, es geht. Ich trainiere. Es tut mir leid. Ja, trainieren hat auch was Gutes. Vielleicht kannst du mir denn doch endlich mal in den Arsch treten. Apropos, warte mal, die Pokémon-Zeit, die geht eigentlich voll schnell vorbei. Das kann doch nicht sein, dass wir schon über 5 Stunden aufnehmen, weil da die Uhrzeit erst 0:07 betragen hat. Ja, die Pokémon-Zeit geht doch ein bisschen schnell rum. Das ist aber wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, ja? Also nehmen wir die Zeit, also nehmen wir nachts auf gerade. Sleep Powder, fuck you. Fuck you. Gegen wen kämpfst du denn gerade? Weiß nicht, wie ich nenne soll. Arena-Leiterin Spacken. Ah, die Vorboten des Teufels. Genau, die wo immer so eine riesen Fresse ziehen, wenn sie verlieren. Ah, das ist cool. Davon habe ich schon mal gehört. Hey, den kenne ich. Nice, man. Nice. Nice Shot. Nice Powder. Nice Ass. Nice Titties. Man-Titties. Man-Titties? Nein. Und weißt du was? Ich habe jetzt die motherfucking Puck-Flöte. Bin vergiftet. Bin der Weltall. Hallo. Hallo, ich hab die Puckeflöte. Ja. Komm, gib mir die Puckeflöte. Gib sie mir. Give it to me. Los. Cool. Obtain the Puckeflöte. Ich hab sie. Yay. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt doch ein bisschen weit voraus. Spiel halt einfach. Ich soll jetzt einfach spielen, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge erst wieder, oder? Nein. Wir sind jetzt gerade bei 21, na gut, bei fast 22 Minuten. Okay, also dann Leute, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon mit mir, AngelFlightFLP und mit einem... EditLP. Bis dann, so. Leute, tschüss. Tschüss.